Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Der Sam guckt einfach irgendwo anders hin. Ja, genau, oh, der ist wieder dabei. Nö, du guckst bei mir auf den Boden. Ah, okay. Jetzt. Ja, jetzt. Und der Simon, wie immer. Hallo. Ich kann Sam noch mal nach langer Zeit. Ja, wollte ich gerade sagen, Sam war ja schon Ewigkeiten nicht mehr dabei. Der war ja ganz am Anfang mit dabei und dann ist er irgendwann tot gewesen und jetzt ist er wieder auferstanden. Ja, sicher. So, und bei mir sieht es ein bisschen anders aus, denn ich benutze kein Resource Pack mehr, sondern nur einen Shader. Und zwar den Zeus Ultra für alle, die es wissen wollen. Was tut ihr da, wenn ich fragen darf? Leute. Ein bisschen, Darf ich mitmachen? Nein. Okay. Kannst du an meinem Schwert lutschen. Oh, aua! Hey, warum seit wir kann spielen man das auf der 1.9. Seitdem es Schilder gibt. Haltet mal eure Maul. Okay. Wir spielen auf der 1.9. In der ein paar Änderungen dazugekommen sind. Selber weiß ich sie auch noch nicht alle. Ja, Experte, ja. Was? Achso. Ja, genau. Ja. Und wir wollten zuerst mal Zwego, also dem guten Sam, aka Zwego, das Ganze zeigen, was hier so gebaut wurde. Ja. Dem Sam. Er hat es eben schon irgendwie gesehen. Er hat es eben schon gesehen, auch von deswegen. Innen und so. Warte, kann man nicht mehr mit dem Schwert blocken? Fällt mir gerade auf. Nee, dafür gibt es jetzt ja die Schilde. Achso, okay, ist ja kacke. Hier läuft ein Huhn frei rum. Ja, der Sam hat sich eben schon umgeschaut. Sam, das ist extra Bevölkerung, hör auf sie zu killen. Achso, sorry. Sam vernichtet hier einfach wieder alles. So. Mach einfach ein neues. Alter, ob es Häschen gibt! Nein! Hey, das gibt's aber schon lange. Oh, wie süß sind die denn? Häschen gibt's aber schon lange. Knuffige Dinger. Seit wann gibt es die schon? Seit der 1.8, ne? Ja, ja. Hab ich noch nie gesehen. Gibt Häschen, als ob? Okay, gab es nicht noch irgendwelche anderen neuen Tiere? Nee. Höchstens aggressive Dinge, die dich umbringen wollen, aber egal. Ja, stimmt. Sam! Ja. Mhm. Komm mit, wir gehen mal. Jetzt fängt das mit dem ganzen Sam-Gebrille wieder an hier. Wir gehen einfach mal in unsere kleine Bude da rein. Ich habe heute gebratenes Hammelfleisch dabei. Turm mit dem hässlichen Dach. Das ist schön, Daniel. Wir hatten uns letzte Folge darauf geeinigt, dass es schön ist. Achso, okay. Ja, dann ist es schön. Was ist das links eigentlich für ein Turm? Den bauen wir gerade. Das ist der Turm der Turmendlichkeit. Waren wir damit fertig? Das Nein. ist ein Leuchtturm. Ist schon wieder seit der letzten Aufnahme ein bisschen was her. Sam, noch nicht. Das ist das Secret. Sam. Das kommt erst am Ende. Achso. Okay, sorry. Mensch, Sam. Also. Hat ja niemand was gesehen. Langsam reicht's, ja? Erstmal hochgehen, Sam. Ja. Das Knöpfe? Ja. Cool. Kennt Sam das ganze den ganzen Bereich noch nicht? Nee. Also Sam war schon hier. Mit hier, aber. Also die unser Loch am Anfang kennt er wahrscheinlich. Man kann an eurem Tisch nicht gut sitzen. Das muss ich schon mal feststellen. Ja, hör rum, man muss hier nicht sitzen. Das ist zum schönen Aussehen. Richtig. Ach echt. Ja, für dich ist leider kein Bett hier, fällt mir gerade auf. Ja. Das haben wir jetzt nur für uns beide gebaut. Ihr wollt also traute Zweisamkeit. Na gut. Nein, ich weiß, vielleicht bekommst du noch einen Keller oder so. Ich weiß, wo wir Sam hinlegen können. Wo denn? Auf zur Geheimtür. Nee, da gehört kein Bett hin. Sam, jetzt darfst du einen Knopf betätigen. Oder den Hebel. Wow. Wow. Aha. Moin. Ja, geh rein. Geh rein. Geh rein. Also man fehlt denn hier oben im Block. Sam, komm rein, komm. Ja. Als ob ihr das so ausgebaut habt. Nee, das ist hier so gespawnt, also. Komm mit nach hier, Sam. Das ist ja besser. Hier kann man auf die Festung hoch. Jo, wahrscheinlich. Was sind das denn für Dinger? Netherwarzen. Aua. Hey, kennst du die nicht? Also, hey, Sam. Süß, Alter. Süß. Sweet. Schon cool hier, ne? Ja, schon cool, ja. Haben wir auch relativ viel Zeit mit verbracht, das Ganze hier auszubauen. So. Aber ich möchte mal kurz oben meine Wofür hier zwei Hebel? Ja, das kann Simon dir erklären. Der macht das schon. Genau, ich gehe oben mal nach dem Turm gucken. Ja. Und wenn du jetzt drinnen steckst und hier außen macht einer die Türe zu,
Dann musst du ja auch von drin irgendwie wieder rauskommen. Dafür ist dann der zweite Hebel da. Genau, dann kommst du raus. Nein, lass den umgelegt, Sam. Jetzt kannst du nämlich rauskommen. Aha, okay. Moment, so. Ah ja, hier war ja. Das. Genau. Und jetzt kannst du den hier umlegen, hinter dir. Und dann geht die Tür wieder zu. Zeig mal die Schaltung. Geht sie auf. Simon, warum ist hier ein Loch im Turm? Die ist vergraben, die Schaltung. Komm, wir gehen mal zum Turm hoch, Sam. Ich möchte mal gerade gucken, wie weit wir waren. Ach, das Dach hatten wir noch nicht, genau. Let's go to the Turm. Da waren wir noch am Überlegen, wie wir das Dach machen, ne? Ne, wir wollten den auch noch 10 Etagen höher machen, erstmal. Habt ihr noch keinen, Ich würde sagen, also wenn, dann 20. Okay. Ja, es ist hier gleich noch keinen Aufgang, keinen richtigen. Nee, nee, noch keinen richtigen. Wir sind ja auch fast noch am Anfang des Gebietes hier. Oh. Also, das wird noch riesig hier. Aber das sieht schon geil aus hier. Ich finde, von hier oben sieht der Turm wesentlich schicker aus noch als von unten irgendwie. Weil man da so mehr so die Dächer wirken, so, weißt du? Kommst du, wir gehen inside. Ihr hättet die Dächer nach unten machen sollen. Dann sieht man die auch vernünftig. Du bist unten, Sam. So. Okay, ich bin drin. Dann komm hoch. Okay, nice. Aber hier oben ist nichts Besonderes, also. Nice. Abwechslungsreiche Etage. Hier ist dein Bett, Sam. Da war gerade dein Bett, Sam. Oh. Und, wieso drückst du mich weg? Weil man das jetzt neu macht. Wie, wegdrücken? Ja. Als ob. Ja, merkst du doch. Oha. Alter, das ist ja mega assi jetzt. Jetzt kann man einen ja runterschubsen. Ja, auch im Shift-Modus? Nee, ich denk mal nicht, oder? Versuch mich zu drücken. Doch, aber du wirst mich halt keine Kante runter. Ja, ich werd auch ein bisschen weggedrückt. Aber du wirst mich halt keine Kante runterkriegen. Warte, mach nochmal Shift. Ich muss mir gerade vorstellen, wie du mach noch mal Shift sagst, dann Knockback-Diamantschwert raus oder so ein Baum runterschlägst. Das habe ich schon die ganze Zeit. Habe ich überhaupt Knockback drauf? Nee, habe ich nicht. Nee, ich habe Knockback drauf. Ich habe eine Schärfe 4. Ja, stimmt. Wir waren damit überlegen. Wollten wir jetzt hier schon das Dach drauf machen oder wollten wir höher machen? Ich weiß es nicht. Nee, höher. Wollen wir schlafen gehen, bevor wir weiterbauen? Ja, würde ich sagen. Sollen wir dann hier noch Botten hinbauen? Sollen wir hier noch Botten hinbauen? Ich habe genug Material dafür dabei, ja. Ja, ich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Tage vergehen ziemlich schnell. Hier unten ist noch ein Bett, also du brauchst nur eins bauen. Ihr seid so unromantisch, ne? Du sagst, ich auch. Und dann machst du einfach nichts. Achso. Ja, das war einfach nur so eine Aussage. Wirklich, ihr seid so unromantisch. Es ist gerade Sonnenuntergang, ne? Und dann haut ihr ab. Ja, warte, ich komme. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel Romantik. So, hier bin ich. Schweinig, Simon. Das ist jetzt aber nichts Besonderes. Weil meine Render-Distanz wahrscheinlich nicht so hoch ist. Oh ja, der Server lässt auch im Moment maximal 10 zu, also. Ich habe auch 15, also. So, jetzt ist die Sonne weg. Und jetzt ist der Mond. Ja, die verschwindet da. Bei mir einfach im Nichts. Also. Du machst mir einfach kaum Damage. Mhm. Aber was hast du denn überhaupt für eine Sonne da, Daniel? Capri-Sonne. Was hab ich für eine Sonne da? Vollpfosten, Alter. Wie was hab ich für eine Sonne? Ja, wenn du kein Texture-Pack drauf hast. Ganz normale. Ich habe hier nur Shader-Pack drin. Was bringt das? Schatten. Schatten, ja. Was bringt das? Schatten. Schatten. Schatten? Ach Schatten, so. Ja. Shader, Schatten, ne? Ja. Englisch. Ja. Boah, Bitches. Daniel, wo hast du denn jetzt geschlafen? Unten. Das ist auch ein Bett. Süß. So, aber ich will jetzt das Dach machen. Okay. Haben wir Redstone? Ich habe nur keine Ahnung, warum? Hä? Wofür? Ich will jetzt das Dach machen. Okay, haben wir Redstone? Wie machen wir das? Wollen wir jetzt hier zu dritt am Dach arbeiten? Ich finde, wir sollten den Turm in einem Berg verschwinden lassen. Dafür brauchen wir viel Redstone und viele Pistons. Du Idiot. Ich glaube nicht, dass das so easy machbar ist. Aber wäre ein cooles Projekt. Okay. Ja, ein schickes Projekt. Es gibt so eine Autowerbung, die sagt, nichts ist unmöglich.
Deine Mutter. Alter, das Niveau sinkt wieder. Bitte, bitte lass mit dem Dach anfangen, bitte. Ich will jetzt mit dem Dach anfangen. Wie machen wir das jetzt? Wollen wir das flach machen oder spitz? Ja, wir wollten echt noch eine Etage draufsetzen. Echt jetzt? Ja, warum ja, denn sonst nicht? Hätten, als sonst ob hätten du den Turm so niedrig lassen willst. Sonst hätten wir das hier doch nicht so zugebaut. Ja, aber gut, dann fangen wir mal an und dann gucken wir, ob es schön aussieht. Sonst müssen wir es halt wieder abreißen. Ihr könnt mir sagen, das wir machen jetzt noch ich eine... bin Experte in kantigen Nein. Sachen. Wir machen jetzt noch eine Etage. Wie hoch waren die immer? Ich gehe kurz abzählen. Wir machen jetzt noch eine Etage und dann gibt es da oben drauf das Dach, würde ich sagen. Ist das Eichenholz? Ja. Nee, das ist Schwarzholz. Das ist Schwarzholz? Schwarzeichenholz, so. Ja, stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gib mir mal was von deinem Holz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komm, Sam, wir gehen neues holen. Wirklich 8? Kann ich schon mal bauen. Ja, wirklich 8. Also hieran setzt jetzt dann die Etage an, ne, an den hier. Achso, okay. Ich habe keinen Platz mehr. Nimm mal hier bitte irgendwer kurz. Leute, wurde die Baudistanz verringert? Das hier. Nö. Ich habe ein bisschen so das Feeling. Weil der Server laggt. Ich habe ein bisschen so das Feeling. Ich habe noch weiße Wolle, Freunde. Wo kommt denn überall weiße Wolle hin? Da, wo weiße Wolle ist. Also hier zwischen? Ja. Ja, wie viel Wolle hast du denn noch, Sam? Jetzt gleich keine mehr. So, sonst gebe ich dir gerade alle aufgebraucht. Achso, ja komm, ich würde sagen, wir spielen Spaß mit Schafen. Ich brauche neues Eichenholz. Simon, hast du noch was? Nee, müssen wir auch neues holen. Warum liegt da ein Samen rum? Ja, Sam, warum liegt da ein Samen rum? Verzeihung. Sam ist nicht so der zurückhaltend. Das ist schlimm, wenn Sam dabei ist, das Niveau echt. Aha. Nee, deine Witze sind auch sonst so niveaulos. Also. Nein, aber nur wenn wir zu zwei spielen, mache ich ja nie so dumme Witze. Dann ist Simon ganz ernst. Ja. Ach, ich habe das eingestellt. Wie stellt man das aus, dass die Blöcke nicht komplett mit Gras umgeben sind? Hast du so ein Schafding? Das ist... So ein spitzes? Better Grass. Ich habe auf Deutsch. Bist du spitz, wenn du Schafe siehst? Besseres Gras. So, kleiner Cut, ich wurde gerade gestört und jetzt geht weiter. Jetzt könnt ihr wieder reden. Sam, komm her, ich hab doch eine für dich. Ja, aber ich hab noch eine Überraschung. Bist du bereit? Jetzt hat Daniel die geklaut. Was denn? Nee, ich hab dich mit dem Ei abgeworfen, Alter. Hat er jetzt die Schere geklaut? Echt? Ja. Gibt's denn seine Schere wieder? Ja, ja. Ich will meine Schere wieder haben. Ja, hier. Danke. Simon, der Server laggt. Ja, wie gesagt, Sam und ich überarbeiten das. Sam, man hört deine Tastatur. Boah, ich bin heute auch nur meckern irgendwie. Ich hab halt kein Geld für eine neue. Stell mal kurz ein bisschen rein, deine Empfindlichkeit im TS ein bisschen niedriger. Was ist denn das? Scheiße, Sam! Was? Oh. Die Schafe drücken einen jetzt weg. Geh mal da rein, Sam. Ja, warte, wie komm ich denn da rein? Tiere drücken einen auch weg? Hier bei mir. Drücken Tiere jetzt einen auch weg? Jetzt geh da rein. Yo, von dem... Von das Gangbang-Boot hier. Drücken die Schafe jetzt einen auch weg, oder was? Ja. Habt ihr die Schafe wenigstens zwei Etage stehen, oder ist das hier nur eine Etage? Das ist, glaube ich, nur eine Etage. Das ist ja langweilig. Wie soll man sie denn zwei Etage stehen haben? Wäre auch geil. Warte, Sam, ich kann nicht garantieren, ich hab... Achso, doch, ich hab 3-6 Wolle. Wir warten hier mal kurz eine Minute, dann sind die alle wieder voll. Sam, wir verstecken uns mal heute. Weißt du, wie viel Wolle ich hab? Wie viele? Eins. Wie wenn hin und her gedrückt wird. Hast du Weizen, Sam? Kann man auch crouchen. Sam, hast du Weizen? Weizen? Nee, aber ich hol welches. Moment.
Nur so, um mal die Reaktion von den Schafen zu sehen. Ja. Ich greedy gerade. Okay, komm, oh, die werden mir. Schon wieder weiß hier. Ich hab dir gerade extra was geholt, Sam. Ja, aber ich muss hier gerade noch scheren. Die drücken mich hier raus. So. Braucht man für die Schwarzeichen Bäume. Hast du Weizen? Gib mir dein Weizen. Braucht man für die Schwarzeichen Bäume oder wie die heißen? Vier? Ja, vier nehmen Samen. Wir mal. Okay. Pack dein Weizen aus, Alter. Hier, ich hab das zugeworfen. Wo ist das? Es liegt irgendwo. Ich hab's aufgehoben. Warte, ich. Moment, ich hab grad keinen Platz. Moment. Hier, nimm die Steine. So, wo ist das? Ah, ich hab einen Weizen. Kann ich das in meiner zweiten Hand halten? Wahrscheinlich. Sind jetzt alle hinter mir her? Oh, ich hab Fleisch. Ich hab ein Schaf, glaube ich, getötet. Ach, Simon, hast du gerade mal eine Axt? Ja, wo bist du? Werf die mal hier rüber. Ach fuck, du bist hinten. Ja, warte, ich versuch. Alter, man hat hier kaum ein Durchkommen durch die Schafe. Ja, warte, hier am Eingang. Hey, warum kann ich die Schafe jetzt nicht mehr scheren? Ja, warte, ich muss sie kurz ausrüsten. Alter, leck das hier. Wenn man was in der zweiten Hand hat, kann man die Schafe nicht mehr scheren. Oder? Die zweite Hand ist immer die passivere. Also wenn du in der ersten Hand auch was hast, was mit Rechtsklick funktioniert, wirst du das bevorzugt. Das rechte? Okay. Dann soll ich mal was Witziges zeigen. Was denn? Guck dir das mal an. Geh mal ein Stück zurück, geh mal zurück. Geh mal zurück. Ja. Holy shit, Alter. Die armen Schafe. Sollen wir jetzt mal im Dach weitermachen? Du fackelst sie alle ab. Oh, ich kann noch Bäume. Los, Sam, sammel die Ressourcen ein. Ah, ich habe einen Kürbis gebaut. Ich habe bei den Hasen einen Kürbis gebaut, Simon. Hey Sam, guck mal, jetzt gibt's scharf Weinflug. Brutal du bist. Die armen Schafe. Nackt sie auch sind einfach. Okay. Meine Frage, was tut die da eigentlich gerade? Wir haben gerade die Schafbevölkerung im Oh, hier ist ein Babyschaf. Damit der Server stabiler läuft. Seit, keine Ahnung. Babyschaf kann man noch nicht Und wir haben scheren. Sie geschert, damit wir genug Wolle haben. Ja? Eigentlich haben wir nur nützliche Arbeit geleistet. Wie komme ich hier raus, Simon? Durch die Türe. Ach, hier ist eine Türe. Sag mir das doch. Aber die Schafe kommen anscheinend nicht durch die Türe raus, oder? Nee, die drücken sich, glaube ich, davor gegenseitig weg. Achso. Kann man den Hasen auch irgendwas zu essen geben? Die essen auch irgendwas, ja. Möhren? Kann sein. Daniel, weißt du das? Bitte, den Hasen, Möhren. Haben wir Möhren? Ja. Ja. Wir brauchen nämlich mehr Hasen. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich würde erstmal die Schweine vermehren. Anstatt die Hasen. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, oder? Ja. Ja, keine Ahnung, ich finde, die Hasen bringen uns nicht viel. Irgendwie. Aber die brauchen auch ein bisschen Spaß. Ja. Okay. Überzeugt. Wo kann ich meinen Cobblestone reintun? Die hier ist ganz viel. Ja, aber hier passt nichts mehr. Ja, hier. Ja, ne, brauchen wir eine neue Steinkiste. So, ich mach Granit. Auch mal eine Axt gerade. Was ist eigentlich Diorit? So, hast du eine Axt, Sam? Das ist irgendein komischer Stein, hier. Den niemand braucht. Die kannst du haben. Nein, dann gehen wir abbauen. Nimmst du dir mit? Achso, das ist nur die. Ja, fuck, die brauch ich doch. Dann mach ich dir auch eine Eisenaxt schnell, ne? Ja, okay, bring sie mir mit, ich geh in der Zeit Hasen füttern. Oh nein, hier sind Hasen ausgebüxt! Wie, oder ist er einfach freilebend?
Ja, das könnte natürlich auch sein. Im freilebender Hase. Warte, guck mal, wie fängt man ihn jetzt ein? Gar nicht. Oh, scheiße. Oh, das ist ein Seil, könntest du höchstens. Hast du die Tür offen gelassen? Warte, das ist eine gute Idee. Wir können den Hasen. Hast du den schon getötet? Nee, die laufen hier rum. Da laufen zwei Hasen sogar. Warte, wo denn? Ja, wo sind denn die Hasen? Da hinten. Komm, Häschen, mach rum. Zeig mal. Ah, ja, da. Sie haben einen Babyhasen gemacht. Ist der süß? Also ich krieg ihn. Also, oh, wie süß. Komm die mit? Okay, Sam, jetzt komm raus. Ne, pack die Möhre weg, sonst kommen die dir nach. Ja, warte. Ich hab zwei neue Hasen. Als ob du sie an die Leine kriegst. wir gehen pennen, Sam. Komm mit pennen. Ich muss Sam. Noch die zwei anderen Hasen vermehren. Bis jetzt wir pennen gehen. Was sagt eigentlich die Zeit? Und mach dann die Tür zu. Ja, wir sind jetzt gleich durch. Nach dem Pennen können wir... Wie die sich regelrecht anspringen. Obwohl, ne, ich hatte ja einen kleinen Cut. Obwohl, der ging auch ja, nicht. Ja, 10 Sekunden. Sammy, gut schlafen. Jo. Dann sind wir jetzt durch mit der Folge. Wenn Sam schlafen kommt. So, ab ins Bettchen mit mir. Ich verabschiede mich schon mal. Und die anderen, denke ich, auch. Nö. Okay, gut. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.